Selbst unter den Durchgeknallten an der ABK war Franco eine Ausnahmeerscheinung. Auch was seine Arbeiten betraf. Unsere Professorin erschien genau einmal die Woche, ließ sich Arbeiten zeigen und redete mit uns, als wären wir Fünfjährige. Für jeden Studierenden hatte sie einen eigenen Satz. Mein Satz lautete: Sie sind innerlich unbeteiligt. Baby, I don't wanna see you. Sein ganzer Besitz bestand aus 19 Teilen. Aber er schaffte es, diese 19 Teile so in meiner Wohnung zu platzieren, dass sie überall oben auflagen und alles versperrten. Neben den Installationen seiner Mitstudierenden nahmen sich Frankos Objekte aus, wie der Weihnachtsbazar der Bodelschwingischen Anstalt. Es war schwer, nicht in Tränen auszubrechen. Mara hatte die üblichen Klischeekrankheiten und sie sah tatsächlich genauso aus wie auf dem Foto. Genauso atemberaubend und auch genauso verschwommen. In ihrem Beisein wurde Franco unsichtbar. Er redete fast doppelt so viel wie sonst, aber er konnte nicht verhindern, dass er unsichtbar wurde. Okay.